Moin zusammen, ich bin der Bruga, das sind kurze Horrorspiele und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Bex King 1990, Inchen Maya, Lufeuer 486, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tagger B, Haruki Playing, Jason Kugel, Jewel Buck, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Meddler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Izumi, Nini Ping, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Shane TSGTV, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Troop 2222, Van Tan und Wölfchen 0909. Hi Leute, ich bin der Bruga, das ist Hijackers Bunker, das erste von einigen kurzen Horrorspielen. Das Geräusch macht mich gerade fertig. Wir starten mal rein. So. Ihr habt es unten gesehen, es gab einen Disclaimer. Also für Leute mit Herzproblemen, Epilepsie und so weiter ist das hier lieber nicht so angeraten. Ist ganz schön laut, warte mal. So. Ja. Wisst ihr Bescheid, ne? Aber ich glaube, da würdet ihr sowieso keine Videos auf YouTube gucken. Okay, also irgendjemand hat uns hier entführt. Ich hoffe nicht, dass es so eine Versteckkacke ist hier. Cool. Alles klar. Hier werden Leute aufgeschnitten. I need help from someone. Hä? Was auch immer. Mal die Treppe gucken. Ein riesiger Keller-Dungeon. Aha. Als Schlüssel. Das sah ja toll aus. Ich will ja nichts sagen, aber mir macht's so ein komisches Monster, was gar nicht gruselig aussieht. Hallo? Nicht irgendwie Angst oder so, das ist eher das Gegenteil. Ich denke mir dann so, nun. Ja, aber ich habe hier noch ein paar mehr ausgesucht, ne? Also, ist weit. Was ist er denn? Oh, das ist so laut, Alter. Jetzt jedes Mal, wenn ich da runter will. Zum Glück nicht. Wer bist du? Hallo? Achso, mit Enter. Ich wurde auch gekidnappt, ich wurde hierher gebracht. Weißt du, wie man hier rauskommt? Ja, ich denke, wir können uns einander helfen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Andererseits, oder er wird uns töten. Alles klar, lass es gehen. Hey, cool, er kommt mit. Wie die aussehen. Naja, ich vertraue ihm nicht so. Sieht ein bisschen aus wie E.T., oder? Ja, die ganze Zeit den Mund auf. Da ist er. Aha. Hängt er da fest, oder wie? Was machst du denn? Komm! Komm!
Warum konnte ich die Tür eigentlich nur alleine öffnen? Eigentlich ein bisschen bescheuert. Es gibt Hirn. Was? Das can be disabled by the security room. Oh nein, da vorne ist irgendwas. Ach nee, das war die Dings. Security Room? Da bist du ja. Ich dachte schon, der hat. Aber das war der andere Gang. Na komm. Wir müssen in den Security Room. Hätte ich mit dem anderen reden können, wäre er dann auch mitgekommen. Jetzt ist er weg. Ach nee. Er stand ja hier hinter der Tür. Okay. Unlock Door. Das Spiel, ne? Es ist so herrlich. Läuft ja die ganze Zeit rückwärts. Er dreht sich immer im Kreis. Hat er eine Taschenlampe? Oder was? Wenn ich mich jetzt verstecke, der kommt bestimmt nicht mit. Er versteckt sich auch im Schrank. Dann wird er sterben. Hä? Was ist das denn eben? Links von mir. Game lost. Na toll. Nein! Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Mitgekommen. Jede Keycard. Ach Mann. Da ist doch was. Eine Keycard. Na klar, der ist uns einfach so entkommen, der Typ, ne? Auch nicht schlecht. Elevator can be enabled. Aufzug kann eingeschaltet werden. Das wissen wir warum. Need a sprocket. Was ist denn ein Sprocket? Der sieht halt überhaupt nicht gruselig aus, der Killer. Ich glaube, er meint so ein Ratchet. So ein Rädchen. Also ein großes Rad. Ein Sprocket. Das würde ich bei der Geschwindigkeit auch nicht draufstecken. Was? Du gehst hoch, ich warte hier. Bye. Warum wartet der da unten? Der Aufzug ist kaputt und muss repariert werden. Warum? Wir hätten beide hochfahren können, du Held. Brecheisen. Kann damit aber auch nicht zuhauen, übrigens. Need a wrench to fix it. Ah, dann ist ja gut. Also Schraubenschlüssel. Yeah, ich habe ein Kombi-Werkzeug geschaffen. Oh, wetten, der ist jetzt tot. Komm,
bestimmt auch die Leiche hoch oder so, wenn er reinsteigt. Oder der Killer ist gleich mit dabei. Whoa! Kommen Sie rein. Komm rein. Was machst du denn? Ah, das Ding geht viel zu schnell. Geh rein jetzt. Komm jetzt. Komm. Endlich. Wo ist er denn? Du machst mich fertig spielen, ne? Du machst mich echt fertig. Komm rein jetzt! Ist mir jetzt auch egal. So. Hat er Pech gehabt. Er kommt echt nicht hinterher. Das ist ein Schwachfug. Hä? Was? Warum? Hm. Ich glaube, er muss einfach mit hochkommen, aber wie? Das verbuggt total. Komm jetzt! Verarscht mich. Okay, er will nicht in den Aufzug. Vielleicht muss er auch gar nicht in den Aufzug. Break the wood. Ach man, wie dämlich. Werf mal die linke. Da links richtig. Entscheidend war links richtig. Komm, Kumpel, wir schaffen's raus. Oh! Ist das schon der Psycho? Take the axe and hit him. Okay. Thanks for playing. What the fuck? Narrow Games, ja, dankeschön. Check the game page. Nee. Das erste Spiel war so toll, jetzt spielen wir Schizophrenic. Kann nur besser werden. So, Schizophrenic von Liam YB gemacht. Okay. Endlich bin ich zu Hause. Oh, ich habe direkt die Taschenlampe gefunden. Ich sollte doch eine To-Do-Liste in der Küche hängen haben. Okay, schon mal Spielzeug. Ich mache das lieber schnell, solange meine Tochter noch schläft. Okay. Also wenn das Kind noch mit sowas spielt, würde ich es nicht alleine lassen und aus dem Haus gehen. Weiß ja nicht. Ich komme nicht durch. Hier auch nicht. Ach, da ist er ja. Was ist das für eine Soundkulisse hier? Das ist ja voll gruselig. Einschlafmusik fürs Kind. To-do, find the wrench, repair the door to the storeroom. Was für Gläser hier. Was für Kelche oder... Tulpen sagt man ja, ne? So Champagner-Tulpen. Aha. Das ist jemand, der seine Türen zu Hause abschließt. Das ist vielleicht die Storeroom-Tür, die ist broken. Okay.
Guck mal, die Nasenlöcher sind nicht texturiert. Man kann durchgucken hinten an der Wand. Oh mein Gott. Soll ich nicht die Ranch finden und nicht den Schraubendreher? Aha. Das ist eine Axt. Und jetzt habe ich ja die To-Do-List fertig. Repair the door to the storeroom. Ach, jetzt geht sie doch auf. Hä? Badezimmer. Nein, ist Baby wach geworden. Ja. Ist schon klar. Diplom. Oh, das ist ja Deutsch. Diplompsychologie, Praxisprofessor Dr. Bruchmann Münster. Sprich Nummer 4. Der Patient Fischer Roberto, geboren am 12.09.95, nahm am 15.08.23 um 15 Uhr an meinem psychopathologischen Gespräch teil. Das Gespräch begann wie gewohnt mit ein paar Fragen zu seinem Wohlbefinden. Herr Fischer zu diesem Zeitpunkt keinerlei Beschwerden da Herr Fischer keine Beschwerden aussprach, hatte ich das Gespräch mit Aufarbeitungen zu dem Tod seiner Frau fortgeführt. Im Laufe des Gesprächs berichtete mir Herr Fischer allerdings von Stimmen und Einbildungen, so Herr Fischer, sowie von Kontrollverlust und Angstzuständen. Auf weitere Nachfrage verspürte ich ein Unwohlsein bei Herrn Fischer. Das Gespräch wurde zum abgemachten Zeitpunkt 16 Uhr beendet. Symptome ersten Ranges. Dialogische Stimmen, kommentierte Stimmen, tierende Stimmen, so. Gedanken laut werden, leibliche Beeinflussungserlebnisse, Gedankeneingebung, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Gefühl des Gemachten. Symptome zweiten Rang, sonstige akustische Halluzinationen, Halluzinationen anderer Sinnesgebiete, Wahneinfälle, Ratlosigkeit, Verstimmung, erlebte Gefühlsverarmung. Diagnose, paranoide Schizophrenie. Darf er dann überhaupt ein Kind großziehen? Also, oder er braucht doch zumindest... Oh! Alter! Jetzt ist er bestimmt wach, die Kleine. Destroy it! Was? Du musst die Tür zerstören? Aber ist ja überall der Debug-Mode vom Fernseher an. Ja, ich muss die Axt holen. Destroy it! Guck mal, hier ist nicht mal ein Geländer. Das ist eine Todesfalle für ein Kind. Aber ist ja auch nicht so wichtig, anscheinend. Eben war eh. Oh. Schatzelein, ich hab die Axt. Destroy it! Was ist das für ein riesiges Zimmer? Schlüssel. Boah. Paranoide Schizophrenie ist schon was Geiles. Alter, was? 16 Stunden zuvor. Hat er sein Kind umgebracht? Oh, wie asozial. Also das war eben gar nicht schön. Auch wenn es ein bisschen gruselig war, aber nee, nicht schön. Porträt ist das nächste Spiel. WASD bewegen, E interagieren, Escape Settings. Der Cursor wird sich blau verfärben, wenn du kannst. Ja, Hauptsache ich kann, ne? Wer kann, der kann. Hallo? Bettmechaniken. Ins Bett legen mit E, Augen öffnen, aber nur im Bett. C, Augen schließen, aber auch nur im Bett. Mit Space aus dem Bett aussteigen, aber nur, wenn die Augen offen sind. Übrigens kannst du manchmal die Augen nicht öffnen oder schließen oder das Bett verlassen, weil ein Event oder eine Cutscene stattfindet. Mag ich schon mal. Ist auf jeden Fall... Uppala. Hier los. Boah, die Maus. Alter, kann ich die... Oh ja. Ist ja mal viel zu schnell. So. Scheint sehr altmodisch zu sein, auch das Batterie.
Das Porträt sieht so gut aus. Ich kann gar nicht erwarten, es an die Wand zu hängen. Obwohl es irgendwie gruselig aussieht. Was? Es ist verschlossen. Ich bin in Apartment 6. Nagel das Porträt an die Wand in deinem Apartment. Ah ja. Oh, ist das dunkel. Oh, ich hab die Kerze an. Tür zuknallt. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ist das eine Lampe? Oder soll das den Nagel darstellen? Was war der Nagel? Morgen ist ein großer Tag. Ich gehe lieber schlafen. Oh. Lieber Freund, es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber ich kann nicht an deiner Ehe, also an deiner Hochzeit teilnehmen. Was? Ich habe nicht mal das Geld, um in deine Stadt zu kommen. Obwohl ich dir verspreche, dass ich dir eines Tages ein wunderbares Hochzeitsgeschenk machen werde. Vielleicht werde ich ein Porträt von euch beiden malen. Sende meine lieben Grüße an Lisa, dein Freund. Ich kann nicht glauben, dass ich das meinem Freund antue. Ich denke, er wird mir nicht vergeben. Ich habe Angst, diesen Brief zu öffnen, obwohl ich genau weiß, was es ist. Okay, der ist aber ganz schön arm, schätze ich mal. Das ist noch in der Arbeit. Aber, was? Das ist noch in der Arbeit. Ich mag aber, wie es sich entwickelt. Haben wir das geschrieben? Dass wir nicht zur Hochzeit können? Diese Farbe ist von hoher Qualität. So auch die Töpfe, die ich benutze. Also ich kann sie wiederverwenden. Eine Schande, dass ich sie sterben lassen muss. Oder dass ich sie sterben lassen habe. Ich hätte sie mehr wässern sollen. Die Klassiker. Ich sollte sie irgendwann nochmal lesen. Okay, wir gehen erstmal ins Bett. Mit brennender Kerze natürlich, weil das macht man so. Macht das nicht. Nicht einfach Kerzen brennen lassen, wenn ihr schlafen geht oder außer Haus. Ist ganz schlimm. Glaube ich, die höchste Brandursache, die es gibt. Was zur Hölle war das? Wer hat die Tür geöffnet? Ich werde sie mal lieber schließen. Es ist, es ist Schlafenszeit. Ich will die Nachbarn nicht stören. Sagte er und knallt die Tür zu, wie so ein Wahnsinniger. Okay, aber ich finde schon mal die Grundvoraussetzung sehr gruselig, dass wir allein in so einem kleinen Apartment sind, ein neues Bild haben, das gruselig ist und jemand einfach die Tür öffnet. Was zur Hölle schon wieder? Wer macht das? Schließe wieder die Tür. Oh, ich schwöre, ich habe was in der Halle gesehen. Cool. Ich kann nicht schlafen. Es fühlt sich an, als würde irgendwas mich beobachten. Das Porträt. Das ist seltsam. Als wäre es am Leben. Ich kann kaum atmen. Ich kann das nicht. Ich muss irgendwas drüber legen. Lege einen Stoff über das Porträt. Oder ein Tuch. Du hast gerade Glubschaugen gehabt. Bam! Das ist ein Stück Stoff? Ja. Kann man machen. Ach, das ist viel besser. Oh, es ist schon so spät. Ich muss unbedingt schlafen. War das etwa der Stoff, der runtergefallen ist? Verdammt nochmal. Hol das Stück Stoff und leg's wieder über das Porträt.
Wie ist es denn runtergefallen? Oder so weit runtergefallen? Oh, ich werde langsam wirklich müde. Was? Und wieder? Was ist nur los mit diesem Porträt? Warum passiert das? Ach, ist das gruselig, Mann. Das ist gerade richtig gruselig, finde ich. Nein. Da ist jetzt nicht eine Münze runtergefallen. War das eine Münze? Untersuche das Geräusch. Oh. Lauf doch einfach weiter, Mann. Wo ist denn die hergekommen, der Dukat? Dukate. Ja, ist mir egal. Zumindest habe ich morgen was zu essen. Er ist so ein mittelloser Künstler. Ich erinnere mich daran, dass mein Onkel mir diese Pinsel gekauft hat. Armer Kerl, weißt du, der kann nicht mal in die Stadt fahren zu seinem Freund auf die Hochzeit. Oh mein Gott, die Augen. Kennt ihr den Kurzfilm Portrait of God? Den habe ich schon mal reviewed oder reacted. Okay. Was war das denn jetzt? Direkt Tag. Das war der schlechteste Schlaf, den ich seit Jahren hatte. Und ich muss jetzt arbeiten gehen. Ich mache mich lieber bereit. Geht arbeiten und ist trotzdem arm, also ein armer Künstler. Achso, ich bin noch nicht bereit. Oh. Was musst du denn? Ein Beutel voller Dukaten? Ich bin reich! Aber da ist doch ein Haken bei. Ein Jahr später. Das, ich wollte gerade sagen, ist das entweder die Enterprise? Warum? Warum ist mir das passiert? Ich bin weit gefallen. Warum? Was? Wer wird im Beautiful die Gallery? Das ist ein Feel the Same. Es fühlt sich nicht mehr an wie dasselbe. Nachdem ich angefangen habe, Porträts zu malen, ist alles abwärts gegangen. Meine Porträts fühlen sich leer an, als wären sie ohne Emotionen. Ich dachte, dass die 1000 Dukaten, die in meinem Apartment aufgetaucht waren, mich retteten. Das haben sie auch, aber nicht wie die Porträts. Ich war so beschäftigt. Ich hatte jeden Tag Termine zum Malen. Jetzt fühle ich mich, als würde ich jemandem Geld bezahlen müssen. Aber an wen? Oder als würde ich jemandem meine Schulden bezahlen müssen. Egal. Ich trinke einfach ein Glas Wein und fange dann an mit dem nächsten Porträt. Trink ein Glas Wein. Also ja, er fühlt sich halt leer an und irgendwie ist alles so sinnlos und... Okay. Eigentlich, ja, ich nehme das jetzt einfach mit zu meiner Arbeitsstation. Nimm den Wein und fang an, ein Porträt zu malen. Hängt immer noch da, das Bild. Ich habe versucht, mit Ton zu arbeiten, aber hat sich rausgestellt, ich bin nicht sehr gut. Okay, dann fangen wir mal an mit der Zeichnung. Alles hat sich zum Schlimmen gewendet, als ich dich bekommen habe. Warte. Ich sollte es nicht behalten, es ist ein schlechtes Omen. Du hast 1000 Dukaten gefunden und das war ein schlechtes Omen? Naja, du warst damals so arm, dass du dir nichts zu essen leisten konntest. Ich meine... Geld macht halt nicht glücklich, aber... Verdammt, ich habe nicht mitbekommen, dass es schon so spät ist. Ich gehe jetzt lieber ins Bett. Nimm die Kerze mit und geh ins Bett. Oh! Ich sollte... Was? Warte. Investigate the noise. Was stand da eben? Ich sollte ein neues Bett kaufen. Das passt nicht zum Rest des Zeugs zusammen. Wenn ich was sehen würde.
Will ich mal gucken, wo das Geräusch herkam. Das ist wieder das Bild. War das Bild. What? Nein, die Tür ist wieder zu. Oh nein. Bevor wir in Minecraft. Geht halt echt nicht sehr weit. Wer ist das? Okay. Das rote Männchen. Hätten sie das weggelassen? Ich finde das halt. Ich habe ja schon gesagt im ersten Spiel, wenn so Monster irgendwie so doof aussehen, dann hast du das leider viel Atmo. Verschlossen, ich muss einen Schlüssel finden. Mach doch einfach gar kein Monster. Mach doch einfach nur Atmo. Mach doch einfach Grusel und so Geräusche. Das finde ich oft besser als irgendwelche Jumpscares. Das ist viel unheimlicher. Als dann irgendwie was ganz schlecht selber zu machen, was dann überhaupt nicht gruselig, sondern eher so ein bisschen lächerlich aussieht. Ah, ich weiß nicht. Wenn Monster, dann müssen die gut designt sein, finde ich. Wenn es einfach nur niedlich aussieht, habe ich davor auch keinen Schiss. Tut mir leid, mir geht's halt so. Ich sag, wie es ist. Wenn ihr mal ein Horrorspiel machen solltet, lasst die Monster weg. Glaubt mir, das ist immer besser. Nicht immer. Also ich meine, so Spiele wie Alien zum Beispiel, Alien Isolation, die leben ja von diesem Alien. Ne? Wenn das Vieh nicht wäre, wäre das Spiel nicht so gut, auf jeden Fall. Oh, lieber Mr. Moneylender, Geldleier. Ich entschuldige mich demütigst dafür, dass ich das die Zahlung für nicht leisten konnte, ja. Seltsame Dinge sind mir geschehen. Ich weiß, das hört sich wie eine Entschuldigung an, aber glauben Sie mir. Eine böse Entität folgt mir und tut mir schlimme Dinge an, seit ich das Geld von Ihnen genommen habe. Ich will nicht so tun, als soll sich nicht anhören, als sei es Ihre Schuld, aber bitte verstehen Sie und geben Sie, oder bitte haben Sie Verständnis und geben Sie mir noch einen weiteren Monat. Ich versichere Ihnen, dieses Mal werde ich Sie bezahlen. Ihr Augustin. Okay. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe das nicht so ganz. Sind wir Augustin? Ich weiß es nicht. Ein bisschen schneller könnte man schon laufen, ne? Ein bisschen. Ja. Wer hat mich da angepst? Oh, er schläft ja echt ein hier und. Na komm jetzt. Es geht schon viel zu lang dafür, dass ich hier so langsam rumlaufe. Wieder ein Zettel. Dead Mommy. Der rote Mann. Oh! Liquid Achievement unlocked all of our memories. Aber ich hatte genau immer den falschen Weg genommen, um den Schlüssel zu finden und habe die ganzen Zettel entdeckt. Und da liegt er jetzt irgendwo rum. Sehr gut. What the hell? Als sind wir da.
Hoffe ich. Ja, da ist doch die Tür. Super. Endlich. Es ist Zeit. Bezahl mich. Mit deiner Seele. Ich konnte nicht mal rennen. Alles klar, beruhigen wir uns, Ladies and Gentlemen. Oder beruhigen Sie sich. Der nächste Gegenstand ist das Gemälde des toten Malers. Von unbekanntem Hersprung. Okay, es geht los bei 100 Dukaten. Wer beginnt das erste Gebot? Oder beginnt mit dem ersten Gebot? 150! 150 für den Gentleman in dem grünen Mantel in dem hinten. Sonst jemand? 200? Alles klar, 200 für die Lady in dem lilanen Kleid. 500. Oh, 500 für den Mann mit dem braunen Haar in der, ganz vorne. Zum ersten. Zum zweiten. Verkauft. Das, ich glaube, dieses Porträt gehört mir. Lass es mich dir erzählen. Über seinen Ursprung. Okay. Naja, gut. The Wise Professor habe ich nicht bekommen. Egal, das war's für die kurzen Horrorspiele dieses Mal. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruger, macht es gut und tschüss. Von Hill Mansion übrigens. Danke, ciao.